Und von Engelskirchen geht's jetzt in die dunklen Ecken amerikanischer Ghettos, da wo die Mülltonnen brennen und die ganz coolen Jungs rumhängen. Zumindest sieht das, was wir Ihnen jetzt zeigen, ein kleines bisschen danach aus. Es geht nämlich um Breakdance. Dieser Tanz zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass man ganz viel Körperkontakt hat mit dem Fußboden. Und eine besondere Form des Breakdance ist die sogenannte Breakdance Battle, also ein Kampf. Im Grunde genommen aber eine ganz friedliche Sache. Wir haben uns das in der Kölner Jazzhausschule angeguckt. Breakdance Battle. In der offenen Jazzhausschule am Eigelstein treten heute verschiedene Gruppen, sogenannte Crews, gegeneinander an. Jedes Gruppenmitglied gibt alles, denn alle wollen die Jury von sich überzeugen und am Ende als Sieger dastehen. Breakdance-Dozent Jörg Thielen weiß, worauf es bei einer Breakdance-Battle ankommt. Heutzutage ist es mehr ein sportlicher Aspekt. Heutzutage geht es oft darum, wer kann diesen Move noch toppen, wer ist noch besser, wer dreht noch mehr. Früher war es ein persönliches Ding, das auf der Straße ausgetragen wurde. Heute geht es in der Sporthalle ab, unter den Richtlinien von Sportlern. Das ist der große Unterschied. Aber es gibt natürlich auch noch kleine Zwistigkeiten unter den Breakern, wo die sagen, dich will ich jetzt battlen und dann trifft man sich im Tanzgebiet. Kleine Zwistigkeiten sportlicher Natur gibt es auch heute zwischen den Crews. Diese werden jedoch ausschließlich auf der Tanzfläche ausgetragen. Aus jedem Team geht abwechselnd ein Tänzer in die Mitte, zeigt, was er kann und fordert somit den Gegner heraus, es ihm gleich oder sogar besser zu machen. Breakdance, ein bisschen mehr als nur ein akrobatisch anmutender Tanz. Für mich geht es darum, mit den anderen zu tanzen, mit den anderen sich auszutauschen. Das Problem ist, dass viele Leute ja denken, dass die Szene so mehr aus Hass besteht, so von wegen, oh, wir können die nicht leiden, wir müssen irgendwie gewinnen, das ist das Wichtigste oder sowas. Es ist eigentlich viel mehr so, dass man hingeht, um zu gucken, wo man liegt, wo die Grenzen sind und die natürlich auszutesten. Wenn man das macht, das ist ja ein Ausdruck von Kampf, den man dann auch gewinnen will. Und also das Wichtigste ist das Tanzen und dann das Gewinnen ist auf jeden Fall das Zweitwichtigste. Ursprünglich war beim Breakdance das Gewinnen das Wichtigste. Der Tanz entstand in den 70ern in den Ghettos von New York und bot befeindeten Gangs eine Alternative zur Gewalt. Jörg Thielen wurde 1983 auf den neuartigen Tanz aufmerksam, als er nach Deutschland kam. Das Neue war, dass die Leute runtergingen, dass die Leute nicht mehr oben getanzt haben mit Partnerinnen, wie man das kannte, althergebrachte Tänze, sondern man ging runter, drehte auf den Kopf, drehte auf dem Ellbogen, auf der Hand, auf dem Rücken. Das war alles neu für uns. Die beste Breakdancerin an diesem Abend ist eindeutig Gilou, denn sie ist die Einzige. Umso größer ist der Respekt bei den Jungs, wenn ein Girl das Tanzparkett betritt. Man versucht ja oft krampfhaft selbstständig oder eher gesagt was Besonderes zu sein, indem man sich irgendwie abhebt, eine krasse Frisur macht oder so. Und wenn man als Mädchen breakt, ist man von alleine teilweise schon was Besonderes. Also viel mehr braucht man da gar nicht zu machen. Nach knapp 2 Stunden schweißtreibender Battle steht die Entscheidung der Jury an. Der Gastgeber, die Rock Brothers, geben noch einmal alles, ziehen alle Register und wollen mit einem weiteren Element den Gruppentanz beeindrucken. Ob's hilft, die Jury macht spannend. Zwei Unentschieden und 2 Stimmen für den Gastgeber, die Rock Brothers gewinnen. Am Ende ist die Rivalität jedoch ganz schnell vergessen und es wird gratuliert. Breakdance Battle, einer der wenigen Wettbewerbe.